hilft in der Vorbereitung für den Estrich, den wir morgen einbringen werden. Hier kommt eine Duschtasse rein. 1 Meter mal 1,20 m, die schalen wir aus. Wichtig, und da rate ich euch auch zu, ist, die Wände haben wir im Winkel gemacht, dass ihr im Winkel dazu auch diese Schalung macht und nicht irgendwo weglaufen lasst. Warum? Das Duschelement ist knapp 1,20 m mal knapp 1 Meter, vielleicht bis auf 2 mm. Wir haben jetzt das Rohmaß angenommen, 1 Meter mal 1,20 m, dann kommt der Randstreifen davor und da empfehle ich euch auch, so etwas zu nehmen, so ein Zentimeter dicke Minimum, 8 mm reicht auch, aber es gibt auch so ganz dünne von 2 mm, 3, das könnt ihr lassen. Hier kommt eine Elektrofußbodenheizung rein, das Ganze dehnt sich aus, von daher das dazu und das ist das Maß, was wir jetzt zusätzlich haben. Damit, wenn wir den Estrich drin haben, es gibt eine Elektrofußbahn, die Entkopplungsmatte, sprich Fußbodenheizungsträgermatte, nehmen wir von der Firma Schlüter, kriege ich kein Geld für, aber das sei schon mal genannt, verlegen dann dort die Kabel und die zwei Fühler. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, Fußbodenheizung, Elektro, da ist alles genau erklärt, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Dann wird das Ganze abgespachtelt und dann werden wir mit dem Installateur zusammen das Duschelement, vorher natürlich alles abgedichtet, setzen, so dass wir dann die Bodenfliese, die draufkommt, hinlegen können, trocken ohne Kleber und dass das Duschelement dann wirklich in Waage liegt. Und diesen Zentimeter, den brauchen wir, um gewisse Toleranzen auszugleichen oder wenn wir eine kleine Unwindlichkeit drin haben, haben wir nicht, aber wenn sie drin ist, dass wir das ausgleichen können. Und dann gehen wir hin und fließen als erstes den Boden, weil wir sonst die Fußbodenheizung kaputt laufen mit den Kabeln. Problem, viele werden jetzt sagen, ja, da macht man erst die Wände, können wir nicht. Wir müssen im Flurbereich die Höhe annehmen, weil auch dort eine Elektrofußbodenheizung draufkommt. Und das hier ist jetzt unser fertiges Maß nachher, wenn der Estrich drin ist, die Entkopplungsbahn. Fließen den Boden, setzen die Duschtasse und fangen dann an den Wänden an. Seht ihr alles im weiteren Verlauf. Und deswegen nochmal ganz wichtig, auch mal hier den rechten Winkel dran halten. Es reichen einfach zwei Bretter. Wir haben links und rechts ein Winkelchen gesetzt. Man kann einfach mal parallel von der Rückwand messen, parallel von der langen Wand messen. Wir haben im Winkel geputzt, die Schienen gesetzt. Und wenn ihr da plus minus einen Millimeter seid, ist das völlig ausreichend. Als nächstes kommen jetzt hier wir machen hier noch 2 cm Styrodur rein, Wärmedämmung nach unten, auch um ein bisschen Estrich zu sparen. Wir sind hier in der dritten Etage. Wenn ihr mal 30 Sack Mochtli hochgetragen habt, durchs Treppenhaus wisst ihr auch, was getan ist. Das heißt, so viel brauchen wir nicht, hat auch was mit Gewicht zu tun. Das ist ein altes Haus, auch wenn das eine Betondecke ist, aber alles, was man sparen kann, ist okay. Der Estrich sollte mindestens 4–4,5 cm stark sein. Darunter macht dann keine Dämmung, dann nehmen wir nur eine Folie. Auch Folie werden wir dann auf die Dämmung legen. Die sollte am Rand immer mit ein bisschen hochgezogen werden, sodass man nicht Gefahr läuft, dass sich da irgendwo was durchdrückt und ihr eine feste Verbindung zu den Wänden habt. Das arbeitet immer alles unterschiedlich. Jetzt hier bei den verputzten Wänden könnte man sagen, was soll da arbeiten? Das ist ein gemauertes Haus. Ja. Aber zu der Trockenbauwand, wo wir mit den Calciumsilikatplatten gearbeitet haben, zum WC-Modul, wo wir mit Trockenbauprofilen und Gipskarton gearbeitet haben, da ist es schon wichtig, dass ihr trennt und deswegen machen wir das auch. Hier, wo die Rohrdurchführungen sind, haben wir keine Chance mit Dämmung. Wir gehen also hier vor und der Rest wird Folie gemacht. Auch das ist dann getrennt, schwimmend verlegt. Und hier, wo die Rohre sind, sparen wir aus, weil wir sonst nicht genügend Überdeckung auf den Rohren haben, sodass es zu Rissen führen könnte. Das zur Erklärung, ist immer sehr viel, was ich erkläre, aber es ist halt auch wichtig, dass ihr wisst, was ihr tut, nicht nur irgendwelche Bildchen immer und dann wisst ihr gar nicht, warum, was, wieso gemacht wird. Hier machen wir jetzt wieder ganz viele Fotos von, dann seht ihr das Endergebnis und morgen geht es ans Estrich machen. Ich habe hier mit einer ganzen angefangen, noch da oben die Ecke ausgeklinkt, da liegt das Reststück. Bei der nächsten nehmt ihr das, was ihr abschneidet, und
fangt vorne wieder an, dann habt ihr auch einen kleinen Versatz drin, einen ganz wenigen Schnitt oder hier so eine Ausklinkung. Dann könnt ihr euch jetzt einen Bleistift anzeichnen oder Kopf mit Cuttermesser. Einmal von der Seite einen Schnitt gemacht, hier dran gehalten. Von der Seite kann man es verlängern oder aber könnt ihr auch einen Fuchsschwanz nehmen oder eine scharfe Klinge. Einfach so ein bisschen frei Schnauze. Das muss nicht so genau sein. Wir haben hier einen relativ geraden Untergrund, brecht das ab, setzt die Ecke da rein. So, jetzt habe ich hier nichts mehr zum Anfang. Ich schneide jetzt hier einen Passstück und fange dann hier wieder mit Ganzen an. Und die Reste verarbeiten wir dazwischen. Das mal so als Tipp zwischendurch, wie ihr das machen könnt. Ganz wichtig, zieht die Folie am Rand zumindest so wie die Estrichstärke werden wird hoch, damit ihr wirklich eine Wannenausbildung habt und nicht irgendwo eine Lunkerstelle, wo das quasi sich durchdrückt und dann vielleicht den Randstreifen beschädigt und die Verbindung zur Wand hat. Da reicht wirklich, und ich erkläre das nochmal hier, auch bei Estrichen mit Heizung, auch wenn ihr Fliesen legt, ich habe das schon in anderen Videos erklärt, das sind 2 Meter. Und wenn so ein Belag eingespannt ist, dann reicht es wirklich 5 cm, wo Fliesenkleber oder Fugmaterial eine feste Verbindung zur Wand kriegt später. Ich gehe jetzt 5 mm zurück. Und jetzt guckt ihr mal, was passiert, wenn man 5 mm einen Belag einspannt. Dann geht der Boden so hoch. Also das sind wirklich bauphysikalische Gegebenheiten. Arbeitet da sauber und pingelig, sonst habt ihr das Ganze umsonst gemacht. Wir machen jetzt Feierabend, wir haben für morgen alles vorbereitet, der Mörtel ist oben und morgen geht's ans Estrich machen. Ja, jetzt geht's ans Estrich machen. Die Vorbereitungen sind ja gemacht, was ihr braucht. Ihr braucht hier so einen Glättsporn, so einen Glätter, ihr braucht ein kleines und ein großes Reibebrett. Hier gibt es noch so einen Spezialglätter, braucht ihr euch nicht kaufen, es reicht eigentlich sowas. Was ganz wichtig ist, ist, ihr braucht ein paar Wasserwagen und ein paar Abziehlatten, um diese leeren zu machen. Alles zum Thema Estrich, Gefälle Estrich, gibt es bei mir schon auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es einige Videos und da ist das in Gänze erklärt. Hier mache ich jetzt nur, weil das zur Kernsanierung des Badezimmers gehört, einzelne Videosequenzen, ein paar Fotos, wie man die leeren aufzieht. Entscheidend ist auch, guckt mal, ob ihr so lange Alulatten habt, vielleicht in verschiedenen Längen, weil wir hier doch ganz viele Ecken drin haben und dann müsst ihr immer drüber ziehen. Und das ist wie im richtigen Leben, je länger die Latte, desto besser das Ergebnis. Es macht keinen Sinn hier mit so einer 30er, 40er Wasserwaage und ein paar Holzlatten darum, dann müsst ihr das nachher nivellieren. Arbeitet auch da wieder so sorgfältig, wie es eben geht, desto weniger Arbeit habt ihr nachher beim Fliesenlegen. Wir fangen jetzt an, rühren den Mörtel an, da haben wir einen Spießkübel. Wir nehmen jetzt hier einen Fertig-Estrich, der nur noch mit Wasser aufgerührt werden muss, weil wir hier in der dritten Etage jetzt nicht mit Mischmaschinen und so weiter hantieren können oder wollen. Auch aus Zeitgründen, wenn man unten anmischt und dann hochträgt, da braucht es ja 4 Leute, dass der eine hier nicht verhungert, während der hier auf der Mischung wartet. Da nochmal wichtig, wenn ihr euch fertig Estrich holt, es gibt schnell Estrich und so weiter, zuerst Wasser rein, dann die Mischung rein, da machen wir gleich auch 2, 3 kleinere Videos zu, wie das funktioniert. Und ganz entscheidend ist, dass ihr durchlest, wie viel Wasser auf so einen Sack kommt. Und dann müsst ihr das so, also ich arbeite erdfeucht, man kann das ein bisschen weicher, ein bisschen zäher machen, man kann das auch flüssig machen, da rate ich aber von ab. Macht es erdfeucht, das seht ihr dann in, oder guckt auf meine anderen Videos, vernünftig ankloppen und verdichten, dass euch das Wasser nicht direkt hochschwimmt, dann könnt ihr es nicht wirklich abziehen. Die Fliesenleger machen etwas anders den Estrich als die Estrichleger, die geben dann noch so einen Wasserverzögerer rein, das wird aber jetzt zu weit. So für so Flächen,
macht einen Erdfeucht. Erdfeucht ist, wenn man den Estrich, bevor man ihn aufwirbelt, mal in die Hand nimmt, ein bisschen zusammenpresst und wenn man wie so eine Kugel den schmeißen kann, ohne dass er auseinanderbricht, dann ist das erdfeucht. Das kann man so ein bisschen mit Druck fühlen und ich zeige das gleich auch mal kurz in einem Video, in einer kleinen Sequenz, dann seht ihr, was ich meine. Wir legen los, bis gleich. Also Wasser ist drin, jetzt kommt das Gebinde rein, haltet da ein bisschen die Luft an, ihr seht, das kommt ein bisschen raus oder zieht das eine Maske an, aber wenn ihr sehr schnell das nach unten ins Wasser gibt, dann ist das okay. Das ist jetzt Wasser für zwei Säcke, das sind in dem Fall 25 Kilo Säcke. Da geben wir auch noch so ein bisschen Faserarmierung rein, das ist so eine Art Viskose, nochmal zur Verstärkung, das reicht. Und dann rühren wir den ersten Sack schon mal ein bisschen an. So, ihr seht, das qualmt alles ein bisschen, deswegen Staubmaske anziehen, zweite Sack drauf und dann wird es ordentlich durchgeschwirrt. Jetzt mal, ob der okay ist. Dann nehmt ihr euch hier so einen Ballen, wie so einen Schneeball, und dann wirft ihr den so hoch. Und wenn der so zusammen bleibt, so kurz, ja, da fällt er jetzt auseinander, dann ist das ausreichend feucht und damit kann man den wunderbar abziehen. Also die Menge, die angegeben ist, passt genau auf diesen Mörtel. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der Temperatur. Nochmal so einen Schneeball machen, zwei, dreimal formen. Und wenn ihr den so hoch werft und der bleibt zusammen, dann ist das gut. Wenn er zu nass wäre, dann habt ihr direkt Wasser in den Händen. Und wenn er viel zu trocken wäre, dann würde der beim ersten Mal quasi so auseinanderfallen. Da müsst ihr noch ein bisschen Wasser dazugeben, aber auch nur gering. Ne? Man unterschätzt das so ein bisschen. Boah, gibt noch einen Liter dazu, dann ist das Matschepatsche. Ne? Also, so soll er angerührt werden. Den bringen wir jetzt rein und dann gibt es gleich immer wieder Fotos vom Leere aufziehen. Und den Rest schau dir auf meinen anderen Videos auf YouTube an zum Thema Estrich. Ist drin, der erste Estrich ist drin, wie in meinen Videos auf diesem Kanal erklärt, rundherum die Leeren machen, so die Abziehleeren, die Putzschienen an der Wand, in Waage ausrichten, einmal rundherum und dann müsst ihr mal gucken, wo braucht ihr welche Latten, damit ihr nachher das Fell zuziehen könnt. Das erkläre ich jetzt hier nicht im Einzelnen, da schaut euch bitte das Gefälle-Estrich-Video und das normale Estrich-Video an, da ist alles top erklärt. Nur mal so als Hinweis, was ein Aufwand oder was für ein Aufwand so eine Kernsanierung, Badezimmer mit Putz, Trockenbau, Estrich, Spacht und Schleifen, Fliesen bis zur fertigen Benutzbarkeit ist. Wir machen wieder Fotos und müssen weiter. We'll be right back.
Kurzes Schlussvideo vom Estrich. Wir sind jetzt damit heute durch. Hier vorne am Übergang ist immer was schwierig zum alten Belag. Der ist nämlich nicht ganz vage. Jetzt seht ihr im Estrich, ich zoome das mal ran, bevor wieder Kritik kommt. Der ist oberflächlich glatt und auch mit dem Glätter abgezogen, aber da sind Erhöhungen und Vertiefungen drin. Zum einen liegt das dran, weil wir sehr trocken abziehen. Zum anderen hat dieser Estrich ein sehr hohes Korngerüst. Und ganz ehrlich, auch wenn ihr so popoglatte Estriche kennt, das hier ist eigentlich genau richtig. Ich zoome das mal ran. So, ihr seht, die Oberfläche ist glatt, aber hier und da sind vom Reiben kleine Erhöhungen und Vertiefungen. Das ist genau richtig, weil sich dort der Dünnbettmörtel von den weiteren Arbeiten viel, viel besser verkrallen und verkleben kann, als wenn ihr so eine popoglatte, spiegelnass abgezogene Oberfläche habt. Es gibt Leute, die sagen, so ein Quatsch, Grundierung gut, hier braucht man nichts grundieren. Der Boden ist so für den Dünnbettmörtel hervorragend. Vergrößerung der Oberfläche durch Erhöhungen und Vertiefungen, wie wir es auch beim Putz gemacht haben. Das als Info dazu. Wir machen jetzt Feierabend und lassen das Ganze jetzt eine Woche so stehen. Dann geht es weiter mit den Abdicht- und Spachtelarbeiten. Und auch das wird uns eine Woche mit Trocknungen in Zeit kosten. Und dann ist der Estrich 14 Tage alt. Da wir ihn sehr trocken eingebracht haben, ist es dann für die weiteren Arbeiten völlig in Ordnung, weil wir noch eine Entkopplungsbahn drauf machen, eine Elektrofußbodenheizung in die Entkopplungsbahn. Und ein Estrich erhält nach 28 Tagen seine Druckfestigkeit. Das heißt nicht, dass der trocken ist. Wir werden den hier auch messen von der Restfeuchte, bevor wir damit drüber gehen. Aber ein Estrich wird doch eben wie ein Sack Zement unter Wasser fest, dauert halt nur länger. Da es sehr, sehr warm geworden ist, wir vermeiden natürlich Zugluft, damit er nicht schüsselt und krumm wird. Aber nach 14 Tagen bis 3 Wochen, wenn wir hier weitermachen, ist das völlig in Ordnung. Und es ist keine Fußbodenheizung da drin, dass wir ihn auf- und abheizen müssen. Und ansonsten dauert so ein Bauvorhaben halt sehr lange. Wir haben jetzt keinen Schnellbinder genommen, sondern ganz normal, weil wir gar keinen bekommen haben zurzeit. Das ist der Grund. In diesem Sinne, bis zum weiteren Ablauf.